Die ADAC MX Masters zu Gast in Tenzfeld. Der dritte Lauf hier auf der 1850 Meter langen Sandstrecke steht bevor. Kommt natürlich die große Frage, macht Max Nagel seinen Durchmarsch komplett mit 3x1 oder kann da irgendjemand dem Red Plate Holder das Wasser reichen in diesem letzten Rennen? Tja, auf jeden Fall nochmal 25 plus 2 harte Minuten, die jetzt vor den Piloten stehen. Und wir werfen hier gleich noch einmal einen Blick mit euch auf die Startaufstellung. Max Nagel, Jordi Tixier, Tom Koch, Hardy Rosiorg, Kevin Bohmann, die Top 5, Adam Sterry, Boris Maillard, Roan van der Moosdijk, Gianluca Ecker, Nico Koch, Stefan Eckerold, Lukas Blatt, Tane Leok, Niklas Bjerregaard, Gabriel Czetnicki, der Mann aus Polen, Tim Koch, Stefan Kjeldsen, Paul Haberland, Dave Abing und Emil Jöntrup. Das sind die Top 20. Ja, weiter geht's dann mit Platz 21 für Jeremy Südow, Max Bülow dabei, Mike Bolling, auf den wir uns freuen, Jonas Oerter, Vincent Peter, Toni Hoffmann, Paul Ulrich, also eine deutsche Armada, Max Bentin, Max Scheu, Felix Haag mit der 167, eben gesehen, Mika Unruh, Maxim Kienko, Jasper Hansen und Tobi Linke leider nicht mit dabei. So, jetzt wird sich locker gemacht, dort unten Aufstellung genommen und hier nochmal ein Blick auf unsere Startgirls mit den Sekundentafeln. Ein tolles Bild. Wer passiert diesen Punkt gleich in wenigen Sekunden als Erster? Denn der hat die beste Chance, kurz danach auch bei der Red Bull Holdshot-Linie ganz, ganz vorne zu sein. Man sieht es hier, gute Chancen für ganz viele. Und noch 15 Sekunden bis zum Start. Jetzt heißt es Gas geben, Kurve 1 und es ist Nagel ganz knapp vor Sterry, Fragezeichen. Ja, das ist das Fragezeichen, denn der Engländer ihn hinterschnitten, ist jetzt auf der Innenlinie und hat damit die Nase vorn. Und da hat es leider ordentlich gerumst im ersten Eck. Da haben wir bestimmt ein halbes Dutzend Fahrer, die da drin verwickelt sind und wo die Bikes erst einmal sortiert werden müssen. Leider auch Nico Koch mit dabei. Ja, und Stefan Bech, den ich kurz erkannt habe, die 46 aus Dänemark. Also die beiden lagen da am längsten im Dirt von Tenzfeld. Aber was für ein Start von Sterry, auch wenn wir noch nicht wissen, ob er amtlich hier bestätigt wird. Na, Max Nagel. Max Nagel hatte dann entscheidend die Nase vorn. Aber gut, Sterry führt erstmal vor Nagel und Tixier. Alle Top-Favoriten gut weggekommen, denn wenn wir es richtig gesehen haben, ist auch Tom Koch vorne mit dabei. Ja, Sterry jetzt aber erst einmal vorweg, dann Nagel. Die beiden Jungs auf den Rängen 1 und 2. Und dann geht es jetzt hier in den Sektor Nummer 2 hinein. Und Tixier versucht sich da gleich erstmal an Max Nagel ranzuarbeiten. Und diese drei versuchen sich hier natürlich abzusetzen vom Rest des Feldes. Aber das ist gar nicht so leicht, denn Togo macht einen guten Job. Ja, ja, den muss er auch machen. Denn wenn er mit aufs Podium will, dann muss er näher rankommen an die 81 an Sterry. So, da geht es jetzt raus aus der ersten Runde. Sterry führt das Ganze hier an. 0,8 Sekunden sein Vorsprung auf den Red Plate Mann, auf Max Nagel, der jetzt aber versucht, schon hier in der Innenspur sich wieder ranzusaugen an Sterry. Aber das sind noch ein paar Meter, die er da gut machen muss. Na, jetzt wieder außen herum. Boxengasse mit viel, viel Schwung. Dann Tixier, dann Koch. Und diese ersten vier sind schon ein bisschen weg vom Rest des Feldes. Jöntrup die 101, dann auf der 5. Dann Buhmann, diesmal gut gestartet, die 87. Bjerregaard, Eckerold, Van der Moosdijk, Rosiorg, das die Top 10. Ja, Blick geht wieder nach vorne. Blick geht wieder auf Sterry, der hier jetzt in der letzten Runde mal einen rausgehauen hat. Und
hier versucht natürlich weiterhin Max Nagel auf Distanz zu halten, der sich das jetzt vielleicht aber auch erstmal ein bisschen anschaut, was der Brite da vorne macht. Ja, das denke ich mir. Macht sich da bereit, um zu überholen, aber muss natürlich aufpassen, dass er da nicht zu viel Risiko geht, denn dann sind die Punkte weg. Jetzt aber schon der Angriff von Nagel, zieht außen neben Sterry. Der nimmt die Innenbahn in der Yamaha-Kurve. Nagel mit viel, viel Schwung. Setzt sich daneben. Springt ultra weit um der Kurve. Außenrum Nagel vorbei. Gedonnert. Und die Führung schon wieder für den Deutschen. Klasse vorbereitet. Gut umgesetzt. Was für ein Move von dem Zwölfer von Max Nagel. Der sich dann auch gleich mal ein paar Meter absetzen kann von Sterry. Und das hat sich aber angedeutet, wenn wir uns die ersten Sektoren hier anschauen. Tixier wird sicherlich gleich versuchen, auch an seinem Teamkollegen vorbeizukommen. Ja, denn der sieht Max Nagel schon wieder vorne und denkt sich, oh, nicht schon wieder das Gleiche. Ich muss doch da irgendwie mal ein bisschen näher ran, um da mitspielen zu können. Aber guck dir das mal an, da hat Nagel mal eben schon wieder anderthalb Sekunden rausgehauen in dieser ersten kompletten Runde, inklusive Überholversuch. Und ganz toll, Toko, Tom Koch. Hammer, kurzer Steher fast von Tixier und den hat Toko sofort genutzt und sich da rangesaugt. Und damit muss man sagen, macht der Deutsche hier eine richtig coole Arbeit. Und ich bin sehr, sehr gespannt, ob er den Franzosen vielleicht sogar gefährden kann. Denn das sah hier in Sektor 1 nicht ganz so sicher aus, wie das, was Toko gezeigt hat. Ja, also guter Speed beim Kosak KTM-Piloten hinter dem Saarholz-Duo da unterwegs. Wählt jetzt auch die innere Linie der 226er Tom Koch. Und bleibt dran an den internationalen Top-Piloten, an Adam Sterry, der 81, und Jordi Tixier, der 911. Ja, Max Nagel macht sich so langsam aus dem Staub da vorne. Der Vorsprung wächst an und der Sektor ist schon wieder famos mit einer 53. Wieder eine knappe Sekunde schneller gewesen in diesem ersten Streckenteil als Adam Sterry. Und der bekommt jetzt Besuch von Tixier. Also das wird jetzt ein ganz, ganz spannender Dreikampf hier in dieser zweiten Runde, die hier jetzt gefahren wird. Und da müssen wir wirklich schauen, was da passiert. Ja, und dann gibt es schon einen großen Abstand zu Kevin Brumann. Der ist schon Fünfter. Und Jöntrup, die 101, auf 6 zurück. Aber der hat jetzt schon Bjerregaard, Van der Moosdijk, Eckerold, Tim Koch, Hadi Rosiort, auch Lukas Platt, alle im Nacken, die da im vorderen Mittelfeld battlen. Und der Überholvorgang. Hammer. Tixier vorbei und auch Toko vorbei an Sterry. Und damit jetzt der Brite natürlich mit dem Problem. Aber was Toko hier macht, ist mal richtig stark. Damit ist er schon mal auf dem Podium angekommen. Ja, definitiv. Hat sofort die Chance genutzt, dass Terry da so ein bisschen out of order war, nachdem sein Teamkollege auch vorbeigegangen ist. Und jetzt werden wir sehen, ob Terry in der Lage ist, da mitzufahren. Und das Gleiche gilt natürlich auch für den aktuell Drittplatzierten, für Tom Koch. Wie nah kann er diesmal an Jordi Tixier dranbleiben? Ja, weiter Satz für Toko hier in diesem ersten Sektor. Wir schauen in diese 24MX 180-Grad-Kehre hinein. Identische Spuren, die hier gefahren werden, identische Speed. Also das Niveau wieder richtig hoch hier vorne. Und Sterry muss jetzt zusehen, da dran zu bleiben, denn Brumann macht einen super Job auf Platz 5. Naja, der macht einen richtig klasse Job, war jetzt schneller als Sterry, der natürlich auch von zwei Leuten überholt wurde. Aber Brumann muss da jetzt auch mal erst eine Lücke von 6 Sekunden zufahren, wenn er dahin will zu Sterry. Und Koch bleibt erst einmal in der Nähe von Jordi Tixier, vom zweitplatzierten Franzosen, vom Titelverteidiger. Natürlich noch nicht nah genug dran, um zu attackieren, aber das Rennen ist ja noch lang. Und vielleicht ergibt sich da dann ja gleich noch eine Gelegenheit. Jetzt hat er aber erstmal schön Sand abgekriegt. Der frisst gerade richtig Dreck hier kurz vor dieser Honda-Passage. Aber damit muss er auch zurechtkommen. Das kennt er, diese Situation aus den vergangenen Rennen. Und er wird da schon eine Lösung für finden, der Deutsche. Ja, definitiv. Wir gucken uns das an. Noch nicht so weit auseinander. Die Zeiten zumindest vorne von Nagel Tixier und Tom Koch im ersten Sektor nahezu identisch. Tja, und dann der angesprochene Brumann, der auch in diesem ersten Sektor richtig stark unterwegs ist. Bin mal gespannt, ob ihm das gelingt, ob er da an Sterry ranfahren kann. Die nächste Rundenzeit wird sicherlich hier gleich bei uns eingeblendet. Er ist wieder eine Sekunde schneller als Sterry. Ja, aber wer jetzt der Schnellste war in dieser Runde,
Jordi Tixier bei der Jagd nach Max Nagel. 2,4 Sekunden allerdings Nagel jetzt hier schon weg nach vier Runden. Und auch Tom Koch hat kaum etwas verloren gegenüber den beiden absoluten Top-Piloten da an der Spitze. Sterry profitiert hier weiter von seinem tollen Start. Dahinter Brumann im blau-weißen Dress. Auch flott unterwegs ist, hat sich hier auf Platz 5 erst einmal freigefahren. 4 Sekunden das Polster auf Roan van de Moosdijk, der niederländische Husqvarna-Werksfahrer, schon auf der 6 angekommen. Tja, dahinter Niklas Bjerregaard auf der 7, der auch wieder ein bisschen stärker jetzt unterwegs ist, nachdem er in den Runden 2 und 3 ein bisschen nachgelassen hat, vorbei an unserem Gaspar Jönrup, Rosiok auf der 9 und Tim Koch auch in den Top 10 unterwegs, die 66, der hier richtig gut dabei ist. Eckerold auf der 11, Jeremy Süder auf 12, Ecker 13, 14 für Boris Meyer und 15 für Tane Leok für die Startnummer 140. So, Jöntrup jetzt mit Problemen, die 101, denn da ist Rosiok schon vorbeigegangen. Auch Tim Koch müsste da am 101er KTM-Piloten schon vorbei sein, wenn wir es richtig erkannt haben. Ja, hier haben wir nochmal den angesprochenen Niklas Bjerregaard, die 377 für Dänemark hier am Gashahn, der jetzt aber auch so ein bisschen allein gelassen wird auf weiter Flur, denn nach vorne ist da schon ein ordentliches Gap auf den Niederländer van de Moosdijk. Ja, ich denke mal, da wird es aus eigener Kraft nicht hingehen. Das ist nochmal eine etwas andere Liga. Van de Moosdijk, der diesmal ja nicht ganz so viel aufholen musste. Das wird interessanter werden für Bjerregaard, hier gegen die Verfolger zu bestehen, gegen Rosiok, der jetzt schon 2 Sekunden nur noch dahinter ist, gegen Tim Koch, gegen Eckerold. Jöntrop, der wird nämlich gleich auch vom 108er von Stefan Eckerold aufgeschnupft werden. Tja, Max Nagel hat mal eben mit der neuen absolut schnellsten Rennrunde gekontert, 1:49.2, damit eine Zehntelsekunde schneller im letzten Umlauf als Tixier und Tom Koch ebenfalls mit 1:49, also die ersten drei hier gerade identisch unterwegs. Viel Unterschied war da aber nicht bei dieser Rundenzeit. Das ist wirklich ganz, ganz eng zusammen, was man da zeigt. Das ist so nach dem Motto, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen vom Kollege Nagel, dass er da immer ganz, ganz, ganz klitzekleine Schritte schneller ist. Und wenn er das natürlich durchzieht, dann wird er hier seinen dritten 25er am Wochenende sicherstellen. Bjerregaard, ja, und dahinter kommt Adi Rosiok immer näher. Der Mann vom Sakka Racing Team. Und auch guter Job an diesem Wochenende von der 66 von Tim Koch, vom deutschen Open Champion. Ja, Tim Koch hier noch einmal perfekt in der Studie, die 66, der hier Gas gibt nach vorne. Auch einen ordentlichen ersten Sektor hier schon mal angeboten hat mit einer 55er Zeit. Ähnlich unterwegs ist wie Adi Rosiok, an den er sich natürlich jetzt ranarbeiten möchte, der Deutsche. Aber von hinten droht da auch keine Gefahr. Jönrup ist langsamer unterwegs gewesen im Sektor 1. Also da droht von Platz 10 aus jetzt kein erneuter Angriff auf den deutschen Tim Koch. Sind wir mal gespannt, wie das Ganze ausgeht. So, Eckerold, die 108, ist jetzt dran an der 101, an Jöntrup. Aber noch nicht nah genug, um hier eine Attacke zu fahren. Muss alles hier mit Geduld vorbereitet werden. Ja, aber auch gerade nicht optimal getroffen, die Spur von Tim Koch. Da musste auch einmal, hat man gefühlt, fast mit dem Ellbogen korrigieren. War da schon fast angelegt an die Box. Ja, ja, du musst jetzt halt höllisch aufpassen. Ne? Wenn du den richtigen Zug nicht hast, dann führt dich die Spur irgendwo hin. Bloß nicht dahin, wo du möchtest. Und das ist eben enorm wichtig, einfach immer diesen Zug zu haben im Sand, um selber zu bestimmen, in was für eine Richtung läuft das bei. Tja, Nagel, ja, Wahnsinn. So ganz langsam setzt er sich dann doch ab von Tixier.
Und auch Koch, der hatte in der letzten Runde nicht seine allerbeste Runde, hat da mal eben was verloren. Jetzt geht er aber dann doch wieder in einen normalen Rhythmus rein. Tja, dafür hat Sterry wieder eine super Runde gezeigt mit dieser 1,50, da schneller unterwegs gewesen als Koch im letzten Umlauf. Und auch der Brumann da mit 1,54, klarer Fünfter aktuell auf der Runde. Hier noch einmal das Duell von Sterry und Brumann zu sehen. Und wir sind natürlich gespannt, ob der Brumann vielleicht doch noch an Sterry vorbeikommt, auch wenn der jetzt schon registriert hat, dass da von hinten was anrollt. Ja, also Kevin Brumann muss jetzt doch mal ein bisschen Speed rausnehmen, während Tixier hier artistische Einlagen macht. Also Brumann fällt jetzt im Moment doch mal relativ deutlich ab von der Rundenzeit und muss dann sich gleich mal mit der 39 beschäftigen, nämlich mit Roan van der Moosdijk, dem Niederländer, der hier mit Riesenschritten herankommt an die 87 und Kevin Brumann. Ja, hier sieht man in der Studie wunderschön mal die Abstände auch auf der Strecke. Das ist schon ein ordentlicher Weg von Tixier auf Nagel. Ja, definitiv. Also das hat sich hier jetzt erst einmal gesetzt und ich bin mir ziemlich sicher, dass die ihre Positionen grundsätzlich jetzt mal halten können, auch halten werden. Man muss gucken, ob Sterry da nochmal nachlegen kann. Aber in der letzten Runde war er dann doch wieder ein Tick langsamer als Tom Koch. Tja, in dem ersten Sektor können wir auf jeden Fall mal verzeichnen, dass unser Spitzenreiter hier weiterhin das Tempo vorgibt. 53er Sektor, damit wieder über eine halbe Sekunde schneller als Tixier und auch schneller als Toko, der aber ähnlich unterwegs ist wie Tixier. Von daher bleibt alles erst einmal beim alten 3-Sekunden-Gap. Tja, und schneller als erwartet hat hier Roan van der Moosdijk mal Tatsachen geschaffen, ist mit dem kleinen Bike, mit der 250er Husqvarna an Kevin Brumann vorbeigegangen, der ja relativ neu auf der 450er ist. Und auch wenn der recht kräftig ist, Brumi, muss ich trotzdem erstmal darauf einstellen, dass so ein Bike auch deutlich mehr Kraft braucht als so eine 250er. Tja, Fakt ist auf jeden Fall, dass 15 Minuten schon abgelaufen sind von der Rennuhr und wir jetzt reinkommen in die letzten 10 plus 2. Und da sind wir natürlich gespannt, ob vielleicht der ein oder andere der Top-Piloten hier nochmal den Turbo zünden kann, um da vielleicht nochmal was in Sachen Podium zu drehen. Aber man muss sagen, auch Toko im letzten Umlauf wieder mit 1,50 ordentlich dabei und auch schneller als Sterry und von der Moosdijk. Also es könnte schon aufgehen. Ja, definitiv. Tom ist da ja auch inzwischen erfahren genug, um da selber so ein Gefühl aufzubauen. Ne, wie weit muss ich den Gashebel aufmachen? Wird da informiert von seiner Boxencrew, was da Stand der Dinge ist. Ja, und Max Nagel, 5 Sekunden sind es jetzt genau gegen Jordi Tixier. Das ist nicht ganz so überlegen wie in den Läufen 1 und 2. Aber am Ende des Tages kannst du dir da gar nichts von kaufen, wie viel Abstand da ist. Ja, und wenn es nur eine halbe Sekunde ist, gibt es trotzdem die fetten Punkte für ganz vorne. Ja, trotzdem wird man auch im Lager Tixier froh sein, mal diese Konstanz jetzt an diesem Wochenende auch wieder über die 3 Läufe gebracht zu haben. Denn das war in den letzten Wochen auch nicht immer der Fall. Naja, denn da hat er durch den einen oder anderen Sturz sich um reichlich Punkte gebracht. Jetzt hier, klar verliert er auch Punkte. Aber das sind gar nicht so viele. Es sind 3x3, 9 Punkte nur. Und ärgerlich genug aus Sicht des Franzosen. Aber wie gesagt, ein kleiner Schritt nach vorne. Na, überzieht oft immer so ein kleines bisschen in den Kurven mit der Power der 450er KTM. Da muss ich da wirklich ganz, ganz stark konzentrieren, um die Leistung auch optimal einzusetzen. Tja, und dann war es doch wieder eine Sekunde, die er verloren hat auf Max Nagel in dieser Runde. Ist Profi genug, um einzusehen, okay, gut, aus eigener Kraft geht das nicht, aber natürlich dranbleiben, weil auch Nagel kann ruckzuck einen Fehler unterlaufen, vielleicht sogar noch nicht mal selbst verursacht, sondern eventuell beim Überrunden oder in irgendeiner anderen Situation. Noch sind es gut 7,5 plus 2 und deswegen darf man da einfach nicht aufgeben, auch wenn es aussichtslos erscheint, musst du einfach
versuchen, so nah wie möglich dran zu bleiben. Ja, aber wir haben es ja vorhin gesehen, der kleinste Sturz oder das kleinste Problem auch mit den überrundeten Piloten sorgt dann dafür, dass man mal eben auf der Nase liegt und ja, dann ist man ganz schnell auch wieder runter vom Podium. Von daher Fokus behalten und er sollte ihn auch behalten. Ja, erneut ein Problem bei Kevin Brumann. Das ist wirklich ein gebrauchtes Wochenende für Brumi hier, für den jungen Schweizer, den Schüler übrigens von Max Nagel. Denn Brumann lebt bei Nagel in Lomme, trainiert mit ihm zusammen. Aber im Gegensatz zu seinem Cheftrainer kein Glück für ihn. Tja, wir werfen noch mal einen Blick auf den Trainer, auf Max Nagel, auf den Spitzenreiter hier im Feld dieser Klasse. 1,52 im letzten Umlauf. Das ist ein bisschen langsamer als das, was Tixier jetzt in Rennrunde 10 uns anbietet, aber trotzdem noch 5 Sekunden Polster und das wird ihm erst einmal ausreichen. Dann wird gleich die Boxenfahrt hier wieder fällig für die Startnummer 12. Tixier auf 2 dahinter vor Tom Koch mit der 2,26, Sterry auf 4, 5 für Von der Mosdijk, 6 jetzt für Hardy Rosiok, der profitiert von diesem Sturz von Brumann. Dann Bjerregaard auf der 7, die 8 für Tim Koch, 8 für Stefan Eckerold, der sich hier also auch hält. Und dahinter gerade noch in den Top 10 drin, Tanleok, der 140er bei noch 6 Minuten die Fahrzeit auf der Uhr sind. Und Nagel jetzt hier dabei ist, Nico Koch zu überrunden. Ja, inzwischen leider raus, Jeremy Südo, auch Lukas Platt, zweimal Nuller für Platt, das ist natürlich bitter und das gerade hier auf der Strecke, die er so liebt und wo er ja gestern so toll begonnen hat mit seinem 6. Platz, dann 2 Nuller, das wird ihn natürlich mächtig wurmen und die Ambitionen in Sachen Masters Top 10 Platzierung erstmal ordentlich durcheinander bringen. So, wir sind wieder bei Jordi Tixier, bei dem aktuell Zweiten hier im Feld und der ist jetzt schon dabei, hier Sektor 2 wieder in Angriff zu nehmen, nachdem der erste Sektor schon mal richtig gut funktioniert hat für die 911, der hier auch konstante Rundenzeiten anbietet, aber jetzt auch so ein bisschen Probleme hatte, hier in der Spur zu bleiben. Die 911, aber wir mag es ihm hier vergönnen oder ankreiden, denn die Strecke jetzt schon ordentlich gezeichnet und wir hatten es in der Besichtigungsrunde ja schon gesagt, die Absprungkanten sind keine Absprungkanten mehr. Nein, nein, die sind keine mehr, alle da relativ vorsichtig unterwegs, wobei, was ist vorsichtig, Jan? Ne? 1,51er Zeiten fahren Nagel und Tixier identisch, 51,9er Zeiten und der Abstand bleibt bei 5 Sekunden. Ja, Tom Koch, der muss jetzt doch ein bisschen abreißen lassen. Weiß sich aber auf diesem 3. Platz sicher auf dem Podium. Denn Sterry, die 81, der kann da das Tempo gar nicht mehr mitgehen. Was man da vorne anschlägt, ist jetzt schon fast 10 Sekunden hinter Tom Koch. Tja, interessante Kurve, die wir hier eben ganz kurz gesehen haben im ersten Sektor, wo die Piloten wirklich heute Morgen noch komplett innen gefahren sind. Jetzt doch die äußere Spur anscheinend die schnellere, weil man das Gas einfach ein Stück weit länger auflassen kann. Das ist zumindest mal die Devise bei Jordi Tixier gewesen, während Nagel jetzt hier schon wieder kämpft, um an den überrundeten Fahrern vorbeizukommen, aber das ganz, ganz cool gelöst hat und auch dort bringt er natürlich extrem viel Erfahrung mit. Naja, aber musste da auch zaubern, wenn man es genau hingeschaut hat. Da war ein kleiner Rutscher, weil er eben komplett aus der Spur rausgegangen ist nach innen, wo es dann doch noch etwas härter ist, weil er einfach nicht in die Linie wollte von den zu überrundenden Piloten, weil das zu gefährlich ist. Auch hier entscheidet er sich wieder ganz weit wegzugehen beim Überrunden von unserem Freund aus der Ukraine, Kijenko, der immerhin auf Platz 23 hier gerade unterwegs ist. So, wir gehen in Race Lab Nummer 12 hinein mit Nagel, der hier also weiter wie entfesselt unterwegs ist und 1,52 bringt. Das ist immer noch genug, auch wenn Tixier hier eine Sekunde drauflegt. Ja, ja, also so nah war Tixier noch nie dran an Nagel nach hier über 20 Minuten. Müssen wir mal gucken,
ob sich da doch noch was entwickelt. Jetzt kleines Problem bei Tixier beim Überrunden gewesen, denn da wollte der Kollege Kirjenko einfach Platz machen und Tixier wollte außenrum vorbeiballern. Da muss er nochmal blitzschnell einen Haken schlagen und wieder ein paar Zehntel gekostet haben. Müssen gucken, haben es ja gesehen bei Nagel vorhin auch die Überrundungen, ob das der Ausschlag war, warum Tixier da eine Sekunde gewonnen hat auf Max Nagel. Tixier gibt auf alle Fälle nochmal hier ordentlich Kapelle. Ja, mit richtig Schwung hineingegangen in diesen zweiten Abschnitt der Strecke und Max Nagel hat einmal ganz kurz den Blick nach hinten gerade gewagt, beziehungsweise zur Seite. Also er hat da jetzt schon mal sich selbst überzeugen wollen von diesem Rückstand. Ja, ja, aber in diesem ersten Sektor war Max dann doch schon wieder eine Sekunde schneller als Tixier. Kein Anzeichen von Schwäche beim Meisterschaftsspitzenreiter bei Max Nagel gegen Jordi Tixier, den Ex-Weltmeister, den Mann aus Frankreich. Aber wir sehen es, der Grat ist verdammt schmal. Ja, also da sind so 4-5 Sekunden, das ist kein wirkliches Polster, wo du dich ausruhen kannst. Und dann musst du auch aufpassen, dass du dich nicht selber einlullst. Ja, hier sehen wir es wunderbar auch mal für euch, diese blauen Lichter, die eingesetzt werden, anstatt der blauen Flaggen, die man sonst kennt. Einfach nochmal den überrundeten Fahrern anzeigen, Platz machen, die Führung kommt. Und das ist natürlich ein zusätzliches Hilfsmittel auch für die Topfahrer, um da weiterhin schnell im Rennen zu bleiben. Aber die stehen halt auch nicht überall. Genau, und starkes Zeichen von Nagel. Und das wird auch gleich gezeigt bekommen, denn 5,7 Sekunden jetzt der Vorsprung. Hat also hier die Attacke von Jordi Tixier da mal super geantwortet. Tja, ich bin gespannt, ob es gleich schon reichen wird für die letzten beiden Runden, für unsere beiden Top-Jungs, denn die Rennzeit ist gleich abgelaufen. Wir haben noch 30 Sekunden auf der Uhr. Es könnte sogar reichen. Ja, 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 ja. Also wir sind hier in den drei letzten Runden einer Max-Nagel-Demonstrationsveranstaltung in Tensfeld. Jordi Tixier, klasse, wieder Rhythmus reinbekommen nach dem etwas hektischen letzten Masters-Rennen. Aber dennoch muss sich der Franzose hier geschlagen geben. So sieht es im Moment ganz klar aus. Denn Nagel, auch wenn er jetzt in dieser Runde im ersten Sektor wieder eine halbe Sekunde liegen gelassen hat, scheint das im Griff zu haben. Das ist aber auch so ein bisschen so ein zermürbendes Spiel, ne? Also die Jungs kriegen ja auch die Rundenzeiten geliefert. Wenn du dann doch erstmal denkst, du holst was auf und dann in der Folgerunde kriegst du gleich wieder die Watsche. Ja gut, ne? Manchmal kann man das sogar auch taktisch machen, wo glaube ich nicht glaube, dass Nagel da gesagt hat, ich mache jetzt mal extra langsam und gebe dann wieder Gas, sondern wird man gezeigt haben, hör mal Kollege, das sind nur noch 4 Sekunden, schlaf uns hier nicht ein. Aber ja, gucken wir mal. Interessant die Frage, wenn wir jetzt noch einen Lauf 4 und 5 hätten, ne? wie dann Tixier da rankommen würde. Du meinst, dann kommt der Punkt, wo er am Ende schneller wird. Ja, ich glaube es ehrlich gesagt nicht, denn Max Nagel hat das so kontrolliert hier auch in diesem dritten Rennen, dass man eigentlich nur sagen kann, Chapeau, man kann staunen, wie er hier wirklich in diesen Kurvenpassagen arbeitet, agiert auf dem Bike und damit Daumen hoch. Guck mal eben zur Rundenzeit von Max Nagel, ne? Der hat gesagt, ab jetzt kein Spaß mehr. 1,50 knallt der nochmal dahin. Jo. Gerade mal 1,7 Sekunden nur langsamer als die absolut schnellste Runde in diesem Rennen. Und das nach 25 Minuten. Deutliche Ansage. Mir kommt hier keiner nahe. Definitiv nicht. Ja, und das bei dieser zerbombten Strecke, die immer schwieriger wird zum Fahren. Von Runde zu Runde. Schaut euch das an. Ihr seht das hier wunderbar in Sektor 2. Was dort gearbeitet werden muss. Und da kann man nur sagen, wirklich Chapeau in das Kritik-Haas-Lager. Ein tolles Wochenende wieder für den Max Nagel, der hier auf seinen letzten beiden Runden ist. Die letzten beiden 1,8 Kilometer zum Fahren. Und der da wirklich ganz kontrolliert im Stehen da diese Passagen jetzt absolviert auf seinem Bike. Und diese 8 Sekunden sollten ihm dick gereichen. Ja, da gehen wir dann auch mal von aus, dass das der Fall sein wird. Auch in Sektor Nummer 1 dieser Runde Nagel wieder eine ganze Sekunde schneller als Tixier. Ich sag mal, die Würfel sind gefallen, wenn genug Sprit in allen Bikes drin ist, dass wir das in anderthalb Runden
auch so hier schwarz auf weiß bestätigt bekommen. So, einmal noch an der Gibson-Passage hier vorbei und dann geht's in die allerletzte Runde. Nochmal Daumen drücken für Max Nagel, dass hier nichts schief geht. Und dann gibt's den nächsten deutschen Triumph. Ja, wirklich Triumph. 3x25 erneut für Maximum Max. Tixier muss sich mit der Rolle des Verfolgers hier zufrieden geben. 10,5 Sekunden sind es jetzt. Wann war das? Vor drei Runden noch 4 Sekunden? Lass uns nicht drüber reden. Stark, 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 stark. Tom Koch, ja, solide Platz Nummer 3 hier nach Hause gefahren oder wird er nach Hause fahren? Adam Sterry nach stollem Start muss er dann doch eingestehen, dass er den Speed da vorne nicht so ganz mitgehen kann, dass da einfach noch mal ein bisschen was fehlt. Und ja, kann von Glück sagen, dass Rom van der Moosdijk nicht so gut weggekommen ist, denn der Holländer mit der 39 auf der kleinen Husqvarna, der kommt dem Adam Sterry dann nochmal mächtig nah. Das waren jetzt hier gerade nur noch 4 Sekunden, etwas mehr als 4 Sekunden, also 2-3 Runden länger, dann hätte van der Moosdijk vielleicht sogar den Sterry noch Platz 4 abgenommen. Tja, dahinter auf 6 Rosiok, 7 für Bjerregaard, 8 für Tim Koch, 9 für Tan Leok und Stefan Eckerold in den Top 10. Ja, sehr gut. Bisschen Wiedergutmachung für Stefan Eckerold und insgesamt klasse Ergebnis für Tim Koch, der sogar auch nur 2 Sekunden hinter Bjerregaard ist, aber das wird sich der Däne jetzt auch nicht mehr abnehmen lassen. Haben wir ja gesehen im ersten Lauf von den Großen, wie klasse der unterwegs war. Ja, da wird ganz fair Platz gemacht von dem 101er-Piloten hier auf der Runde. Ganz faire Sache, sodass Nagel da ganz gut vorbeiziehen kann. Und dann sind es die letzten Meter hin zum Ziel für die Startnummer 12 für unser Red Plate. Dominante Vorstellung hier von Max Nagel. Und auf der anderen Seite, ja, auch dominant und beeindruckend. Denn am Ende des Tages werden hier 10 Fahrer noch in einer Runde mit dem Sieger sein. Aber wir müssen auch sagen, das ist absolutes Spitzenniveau. Auch wenn Nagel keine WM fährt, ein Tixier ist da in der Lage, Top 10 zu fahren. Koch auch nicht weit weg. Und ich bin überzeugt, wenn der Max WM fahren würde, der wird es schaffen, in die Top 10 reinzufahren. Ja, das war wirklich richtig, richtig gut. Tixier kommt hier am Ende als Zweiter ein und wird Dorr damit sicherlich auch sehr gut leben können, die 911. Es war hier nicht mehr auszumachen gegen den Überflieger, gegen die Startnummer 12. 11 Sekunden am Ende im Ziel sein Rückstand. Aber nach diesen 3x2 zweiten Plätzen die Konstanz zurück im Saholzlager bei Jordi Tixier. Und damit kann man nur sagen, wirklich Congrats auch an ihn. Toko, Tom Koch, die 226 hier als Dritter abgewunken, während uns hier das Kamerabild noch einmal den Hardy Rosiok zeigt. Die 751, der jetzt hier ebenfalls bei uns ins Ziel kommt und geschafft hat es auch Niklas Bjerregaard, die 7377, der hier auf der 7 dann finisht und auch sichtlich zufrieden dem Ganzen entgegenblicken darf. Tim Koch auf der 8, die 9 für Tane Leok, die 10 geht an Stefan Eckerold, an die 108, der deutsche Bauerschmitz-Pilot, der also auch vielleicht so ein bisschen zumindest jetzt seinen Frieden mit dem ganzen Thema hier schließen kann. Ja, hier wird sich ausgetrudelt nach der Zieldurchfahrt, während wir hier nochmal das Klassement sehen. Max Nagel gewinnt diesen dritten Lauf vor Jordi Tixier und Tom Koch. Adam Sterry nach einer tollen Vorstellung auf Platz 4. Rowan van der Moosdijk auf der 5 vor Hardy Rosiok. Niklas Bjerregaard auf 7, 8 für Tim Koch, 9 für Tane Leok, 10 für Stefan Eckerold. Dann Emil Jönrup auf der 11, unser Gastpilot aus Schweden, Boris Meyer auf 12, Paul Haberland dahinter, Gabriel Chetniki, Gianluca Ecker, Nico Koch auf der 16 vor Dave Ebbing und Martin Scheu. Dann haben wir Peter auf 19 vor Ulrich und hier die zweite Hälfte mit Bülow, Bentin, Kienko, Unruh
und Felix Haag, der hier auch noch mit in Wertung ist. Brumann, Hoffmann, Südo, Oerter, Bech, Platt und Bohling konnten dieses Rennen nicht zu Ende bringen. Und damit haben wir hier einen tollen dritten Lauf gesehen.